Licht ist noch nicht an. Auf dem Kompass bewegt sich nichts. Ja, es war wohl nix. Dann gehen wir mal etwas proaktiver daran. Ja. Warte, habe ich nicht die Zugriffscodes bekommen? Ja. Dann halt so. Dann machen wir uns halt die Mühe des Hackens. Ah, sehr schön. Kontrollturm Zugriffsprotokoll. Kontrollturm, Camp McCarran. Aktivitätsprotokoll der automatischen Vordertür. Diensthabende Soldaten diese Woche. Schulmann Barker, Frühschicht 6:30 bis 12:30 Uhr und Howell Reynolds, Spätschicht 12:30 Uhr bis 18 Uhr. Das heißt, es gibt ein Fenster zwischen 18 Uhr und 6:30 Uhr, wo niemand da ist. Mittwoch, Eingang 16:19 Uhr, 6:19 Uhr, 6:25 Uhr, Eingang 12:05 Uhr, Eingang 12:11 Uhr, Ausgang 12:13 Uhr, Eingang. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Dienstag, Eingang um 1 Uhr. Knappe 15 Minuten später wieder raus. Dann wieder um die gleiche Zeit. Zwei Eingänge. Ein Eingang, ein Ausgang, noch ein Eingang, noch ein Ausgang. Da ist dann der Schichtwechsel und nach 18 Uhr die beiden Ausgänge. Und dann wieder um 1 Uhr. Ein Eingang und knappe 15 bis 20 Minuten. Und dann wieder die täglichen zwei Eingänge um morgens 6:30 Uhr. Gegen 12:30 Uhr der Schichtwechsel und gegen 18 Uhr wieder raus. Okay. Ja. Ich finde nichts. Nichts Verdächtiges. Edi, willst du hier bleiben? Ja gut, aber dann müssen wir wohl um oder bis 1 Uhr warten. Ja, wahrscheinlich musste ich ans Terminal, damit das triggert. Das sehen wir dann ja jetzt. Ah, von hier aus geht's nicht.
Gut, dann machen wir das Gleiche doch jetzt nochmal. Jetzt haben wir 12:48 Uhr. Das heißt, der Typ dürfte gleich kommen. Joa. Warten. Immer so ein schönes Spiel. Kann ich gerade versuchen, den Mauszeiger wieder auf linke Dingens zu bekommen, denn als ich eben rausgezoomt habe, habe ich aus Versehen mein komplettes Dokument verschoben. So. Jetzt wieder den Mauszeiger raus. So. Joa. Aber schon interessant. Nur 5% des Stroms reicht, um das alles zu beleuchten. Und das ist ja nur die Vegas Innenstadt. Ich denke mal, Freeside und die umliegenden Bereiche kriegen auch Strom ab. Und das alles mit nur 5%. Die RNK kriegt 95%. Das ist eine Menge. Da wird mir einer angezeigt. Ist das ein... Auf dem Kompass? Direkt beim Turm? Direkt hier vorne. Lupa, hier Frumentarius Picus, kommen. Fahren Sie fort, Picus. Die Nachmittagspatrouille betritt Unhold-Gebiet um 13 Uhr. Diese Strecke sollte vermint werden. Verstanden, Picus. Unholde werden informiert. Verstanden, Lupa, kommen. Wie ist der Status Ihrer Primärmission, Picus? Die Sprengladung ist gelegt und wird gezündet, sobald der Zug den Bahnhof verlässt. Kommen. Wie lange noch? Ein paar Minuten, kommen. Verstanden. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Verstanden. Kommen. Holy shit. Sprengladung deaktivieren. Da. Ich darf jetzt nicht schnell speichern, damit ich das nicht überschreibe. Der einzige Weg war durch das blöde Lager da vorne. Na, das ist doof. Komm schon, renn. Renn schneller. Ein paar Minuten ist nicht viel. Kann mal bitte jemand dramatische Musik einspielen? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Die war hier hinten, ne? Ah, jetzt rennen können, das wäre schön. Komm, 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 mach hinne, mach hinne. Muss ich eigentlich vorher mit jemandem reden? Die schießen doch sofort auf mich, wenn ich da rein will. Oh, bitte lass das mit. Ah, jetzt muss ich vorsichtig sein. Hier sind keine. Wieso sind hier keine? Das ist nicht gut. Kriege ich einen Timer? Hier ist nix. Hier ist nix. Die Bahn fährt gleich ab. Bitte bleib. Nein! Scheiße.
war im Mittleren, oder? Die Explosion war, glaube ich, im Mittleren. Hä? Aber ich komme doch nur hier hoch. Von irgendwo? Hä, wo ist denn das Ding? Ah, Lüftungsschacht. Dieses Gerät scheint scharf zu sein und kann jederzeit hochgehen. Sprengstoff von mindestens 35 oder Wissenschaft von mindestens 45 erforderlich, um zu entschärfen. Okay. Wollte ich die Bombe dann nicht rausnehmen? Hm. Meine Spur Bescheid sagen. Vor allem, warum waren die Wachen da nicht? Und warum muss es unbedingt ein Frumentari namens Lupa sein? Wieso Wolf? Wieso sind Wölfe immer die Bösen? Mann. Kann ich? Ja, was ist? Ja, mach. Wirklich? Das ist das Einzige? Ich habe gerade eine Bombe entschärft, die fast hochgegangen wäre. Und ich sage nicht, es war eine Bombe im Zug und ich habe den Täter gestellt oder so. Sie werden keine Probleme mehr mit Informationslecks haben. Tatsächlich? Was ist passiert? Curtis war es. Er ist ein Spion der Legion. Ich kann es beweisen, dass er die Bahn sprengen wollte. Curtis? Er war schon lange vor unserem Konflikt mit der Legion bei der RNK. Unmöglich, dass er... Ich hoffe, sie irren sich. Allein, ich glaube es nicht. Das würde vieles erklären. Damit hätte nie jemand gerechnet. Und es könnte noch andere geben. Sie haben alles getan, was von Ihnen verlangt wurde. Ich danke Ihnen und werde dafür sorgen, dass Ihnen die Ehre zuteil wird, die Ihnen dafür gebührt. Ich werde Curtis in Gewahrsam nehmen, vorausgesetzt, er lässt sich überhaupt lebend schnappen. Kann ich dabei irgendwie behelfen? Behilflich sein? Nein, er steht einfach nur rum. Pass auf, ich darf doch bestimmt... Verstanden, kommen. Was machen Sie hier? Sie haben keine Sicherheitsfreigabe. Ich habe die Erlaubnis, Spione zu fangen. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Hier drüben! Ah! Wieso habe ich keine Waffe ausgewählt? Mariah! Ah! Okay. Das nächste Mal vielleicht zielen. Kontrollturm, Zugriffscode, Aktivierungscode, zack, zack, das Barett, das nehme ich mir auch mal mit. Jetzt möchte ich mal gucken, was großartig anders ist. Wir wissen ja jetzt, wo die Bombe ist. Ich hoffe, wir haben auch immer noch genug Zeit, das, die zu entschärfen. Nicht, dass die jetzt gleich hochgeht, weil wir Zeit damit verbracht haben, den Spion zu stellen. Aber das wären auf jeden Fall schon mal 45 Punkte XP mehr. Und es wurde ja eben selber gesagt, wenn er sich überhaupt schnappen lässt, wer weiß, was dabei alles schiefgehen kann. Nicht, dass er sich bei der Gefangennahme dann auch noch ein paar RNKler mit in den Tod reißt. Wenn er mit Sprengstoff umgehen kann, ne? Ein Sprengstoffgürtel? Die wollen ihn stellen? Nö, lebend kriegt er mich nicht. Bumm. Im besten Fall dann sogar noch eine
Cyan-Kali-Kapsel irgendwo im Zahn-Hinterraum versteckt. Dann beißt man einmal kräftig auf den Zahn drauf, um das zu öffnen und blah, tot. Tatsache, das Ding wird einem sogar komplett angezeigt. Ich habe eben nicht drauf geachtet. Wofür kriegen wir mehr XP? Ah, wir nehmen mal den Deaktivierungscode. Obwohl, komplett entschärfen? Na, wir machen es mal so. Ah, sie haben die Bombe extrahiert und entschärft. Sehr schön. Habe ich eben gar nicht gelesen. Also die Bombe ist jetzt auch aus dem Zug raus. Wir haben sie dann nicht einfach drin liegen lassen. Ja, was ist? Sie werden keine Probleme mehr haben. Tatsächlich? Curtis war's. Curtis? Er war schon lange vor unserem Konflikt mit der Legion bei der RNK. Unmöglich, dass er. Ich hoffe, Sie irren sich. Allein, ich glaube es nicht. Sie haben alles getan, was von Ihnen verlangt wurde. Ich danke Ihnen und werde dafür sorgen, dass Ihnen die Ehre zuteil wird, die Ihnen dafür gebührt. Ja, sehr schön. Wiedersehen. So, jetzt hat Boyd aber auch nochmal gesagt. Sie haben viel für uns getan und wir sind sehr beeindruckt. Ich dachte, das hier könnten Sie vielleicht brauchen. Das ist der Schlüssel zu einem kleinen Versteck südlich von hier. Eine frühere Raststätte für Ranger. Dachte, das könnte vielleicht was sein für Sie. Ja. Boyd hat über zwei Dinge geredet, mit denen wir hier über Schuhe reden konnten. Oder war das schon bei dem ganzen Schwall, den er uns runtergelabert hat, mit dabei, als wir ihm zum ersten Mal begegnet sind? Da waren ja einige Quests, über die er was gesagt hat. Vielleicht war das damit dabei. Wiedersehen. Ich bin mir nicht sicher. Na, Mowgli, hast du Langeweile? Willst du auf den Schoß? Ja, Mautz. Du willst aus dem Fenster gucken, ne? Ja. Oh, jetzt kann die Katze auch aus dem Fenster gucken. Na, Kabel? Ich will nicht aus Versehen mein Mikro runterreißen. Das wäre doof. So, was machen wir als nächstes?